Ihr kennt bestimmt auch so Elektrogeräte, bei denen die Oberfläche mit der Zeit so ganz eklig klebrig geworden ist. Das hier ist so ein 3D-CAD-Controller und den mag ich wirklich überhaupt nicht mehr benutzen, weil schaut euch mal die Oberfläche an. Ich habe da schon ein bisschen dran rumprobiert, den sauber zu kriegen, hat alles nicht funktioniert. Jetzt habe ich aber noch einen Tipp gefunden und den probiere ich heute an dieser 3D-Maus mal aus. So, erstmal muss man unterscheiden, es gibt zwei Arten von klebrigen Oberflächen. Das hier ist eine alte analoge digitale Spiegelreflexkamera, genau. Das hier ist eine alte analoge Spiegelreflexkamera und die hat so gummierte Griffbereiche. Bei denen ist es allerdings so, dass das eine wirklich dicke Gummischicht ist, ein Millimeter oder vielleicht auch zwei oder sowas. Also wirklich ein Gummiteil, was da eingesetzt ist. Sowas kriegt man mit der Methode auch nicht wieder hin, weil dieses ganze Gummi sich einfach aufgelöst hat. Bei Elektrogeräten, die ein bisschen neuer sind, ist es aber häufig anders. Da ist nämlich eigentlich noch ein ganz guter Kunststoff unten drunter und diese Oberfläche, diese gummierte, das ist nur eine Zehntelmillimeter dicke Schicht. Das könnt ihr ausprobieren, indem ihr einfach mal mit dem Fingernagel kratzt und wenn ihr dabei schon so eine schwarz-gummiartige, kaugummizähe Masse runterkratzen könnt, dann stehen die Chancen ganz gut, dass das klappt. So, was benutze ich jetzt als Geheimtipp? Einen sogenannten Orangenölreiniger. Firma ist im Prinzip völlig egal. Der Trick ist, dass da drin Orangenterpene sind und diese Terpene sind in der Lage, diese Soft-Touch-Oberfläche oder diese Weichmacher, die da übergeblieben sind, aufzulösen. Orangenölreiniger klingt total harmlos, muss man aber ein bisschen vorsichtig mit sein. Man kann das entweder deutlich verdünnt anwenden oder hier hinten heißt es eben auch unverdünnt für Fleckenentfernung, löst Kaugummi, Farbtinten, Kugelschreiber, fette Öle, Harze, Klebstoff, Nagellack von Flächen und Textilien. Und ja, dazu gibt es noch ganz viele hässliche Warnhinweise, was man damit alles lieber nicht machen sollte. Auf jeden Fall nicht verschlucken, nicht in die Atemwege gelangen und ja, natürlich auch nicht in die Augen. Gift, sehr giftig für Wasserorganismen, also ist kein Spaß. Ich ziehe mir Handschuhe an und probiere das mal aus. Dieses Ding hat so eine Art Joystick, den man aber nicht nur links und rechts und vorne und hinten neigen kann, sondern auch so drehen und nach oben und unten drücken kann. Und unter diesen Gummipöppeln hier unten sind zwar Schrauben, aber weil ich nicht genau weiß, wie diese Elektronik und Mechanik hier drunter funktioniert, möchte ich den lieber nicht aufschrauben. Man kann aber diese Knöpfe hier, an einem habe ich das auch schon ausprobiert, relativ einfach raushebeln, indem man da einfach mit dem Messer in so einen Spalt reingeht und dann kann man die raushebeln. Und dann kann man die einfach rausziehen. Da geht auch nichts kaputt. Das ist einfach nur so ein reingestecktes Kunststoffteilchen. Ich würde versuchen, alles abzubauen, wo ihr euch sicher seid, dass ihr nichts kaputt macht, wenn ihr es auseinandernehmt. Und jetzt mache ich erstmal mit einem Papiertuch so viel, wie ich ohne Orangenreiniger... Da geht überhaupt nichts. Wenn ich so einen alten Eisstiel nehme oder einfach den Fingernagel, dann kann ich diese Beschichtung zumindest schon mal so auf so einen klebrigen Kaugummihaufen zusammenschieben. Ich denke mir einfach, je weniger ich mit dem Reiniger auflösen muss, desto besser. Damit kriege ich schon mal so Flocken von dieser Masse darunter gekratzt. Bah. Liebe Hersteller, lasst solche blöden Beschichtungen einfach weg. Ich wette, dass solche Geräte zu 90% dann einfach im Müll landen. Ja, und dann wird halt was Neues aus China gekauft. Und das muss ja vielleicht nicht sein, ne? Wenn man das einfach weglassen würde, diese Oberfläche, wäre das Produkt überhaupt nicht schlechter. So, jetzt habe ich das hier unten auf der Fläche, soweit es ging, zusammengekratzt. Und jetzt werde ich das mal versuchen, mit dem Reiniger abzureiben. Dafür mache ich einfach erstmal einen großen Schluck hier drauf. Ja, und dann, wie sagt man so schön, langsam in kreisenden Bewegungen einmassieren. Es fühlt sich jetzt noch nicht so viel anders an als vorher. Aber wenn man es gegens Licht hält, dann sieht man schon, dass da was passiert. Ja, und wenn man auf das Tuch guckt, dann sieht man auch, dass da was hängen bleibt. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Zeichen. Und das Problem ist jetzt natürlich, dass man das hier in diese engen Rillen reinschmiert, wo man es eigentlich nicht haben will. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich heute relativ viel Küchenkrepp verbrauchen werde. Also das nächste Problem ist dann, den Reiniger wieder von dem Kunststoff runterzukriegen. Aber ich habe jetzt den unteren Bereich mal sauber gemacht. Ja, und zumindest hier auf der unteren Fläche ist es nicht mehr klebrig.
Sehr schön. Ich habe jetzt mal alle Taster rausgenommen, die ich rausnehmen konnte. Aber das Problem bleibt natürlich dieser Joystick in der Mitte. Und da werde ich jetzt hier Reiniger und aufgeweichten Kunststoff schön in die Rillen schmieren. Und das will ich natürlich nicht. Ich hoffe jetzt, dass ich diese Abdeckkappe hier rausnehmen kann und dann irgendwie diesen Joystick abnehmen kann. Ich habe jetzt Klebeband oben drauf gemacht. Jetzt klebe ich mit Heißkleber eine große Schraube auf diese Abdeckkappe hier oben und hoffe, dass ich dann diese Abdeckkappe rauskriege. So, und jetzt wäre meine Hoffnung, dass ich ganz vorsichtig dieses Abdeckkäppchen hier... Oh, das ging erstaunlich gut. Haha, und da sind Schrauben. Haha, Jackpot. So, jetzt muss ich hier ein bisschen gegendrücken. Haha, sehr schön. Da ist der Knauf. Ja, und so sieht das da drunter aus. Das scheint die... Das Teil ist fest, dieser schwarze Ring. Und das hier scheint irgendwie die Elektronik zu steuern, dieser grüne Ring. Vielleicht funktioniert es ja noch besser, wenn es ein bisschen einwirken kann und ein bisschen dicker ist. Also pinsel ich den Reiniger jetzt hier mal auf und lass ihn einfach mal ein paar Minuten einwirken. Und genau das hat dann letztlich auch geholfen. Der Reiniger löst zwar immer nur die oberste Schicht an, man muss also den ganzen Vorgang mehrfach wiederholen, immer wieder Reiniger aufpinseln, wieder abwischen, Reiniger aufpinseln, wieder abwischen. Und hier nochmal meine Methode zusammengefasst, wie es jetzt am besten funktioniert hat. Erstmal schiebe ich also mit so einem Holzstäbchen oder einem alten Eisstiel alles, was auf der Oberfläche sich so zusammenschieben lässt, zu einem großen Blocken zusammen und nehme das dann mit dem Holzstielchen einfach weg. Anschließend pinsel ich richtig schön dick den Reiniger auf den Kunststoff und lasse das Ganze für 2, 3, 4 Minuten einfach liegen. Und dann kann man das, was noch auf der Oberfläche ist, wegwischen. Wenn man das ein paar Mal wiederholt hat, dann sieht das am Ende ungefähr so aus. Der Tastenaufdruck ist allerdings auch mit verschwunden. Jetzt noch alles wieder zusammenbauen, fertig. Jo, Fazit. Also, der Controller fasst sich wieder okay an. Es klebt nicht mehr. Ich finde, er sieht ein bisschen zu glänzend aus. Also diese Randbereiche hier mit den Knöpfen, die finde ich schon schicker. Aber er wäre anders nicht mehr benutzbar gewesen. Von daher ist das jetzt schon gut so. Mit dem Reiniger, das funktioniert tatsächlich. Es ist aber nicht so, dass man den aufträgt, 5 Minuten wartet und dann alles in einem Durchgang abwischt. Sondern man muss das einfach in mehreren Durchgängen machen. Und es lohnt sich eben auch erstmal mit einem Holzspatel oder so erstmal alles zu entfernen, was man mechanisch entfernen kann. Spart man einfach ein bisschen Reiniger, das ist ja dann unterm Strich auch gut für die Umwelt. So eine Flasche Reiniger kostet ungefähr 10 Euro, das war mir den Versuch auf jeden Fall wert. Dieses Ding ist nämlich relativ teuer. Gibt es noch was zu sagen? Ja, meine Werkstatt riecht jetzt gut. Bis nächste Woche, mach's gut, ciao.